Hallo und willkommen zu 7 Days to Die 1.0 am Streamer-Wochenende. Bei mir leider ohne Stream, zusammen mit Jule. Hello. Hi. So, wir hoffen einfach mal, dass es jetzt etwas besser funktioniert, nachdem unser Stream so dermaßen abgestürzt ist eben. Eine Stunde konnten wir halbwegs tauglich streamen und dann ging leider nichts mehr. Und während Jule hier sexy Pose macht. Du siehst nicht besser aus in deiner Buchse. Ach komm, guck mal, ich habe auch so eine Fackel. Ja. Ja. Warte, mach mal ein Foto von. Ja, mach mal ein Foto. Hübsche Schultern hast du. Ja, danke. Wo hast du denn eigentlich den Kajalstift her? Für die Schminke da. Ja. Bleib mal stehen, du guckst uns nicht in meine Richtung. Menno. Ach so. Okay. Bei mir läufst du immer auf der Stelle. Du läufst immer auf der Stelle, wenn du dich kurz bewegt hast. Ja. Ja, ganz lieben Dank nochmal an die ganzen Zuschauer. Genau. Ja, für den Support, fürs Warten auch. Es hat leider nicht sollen sein. Wir haben alles versucht. Wir haben wirklich alles versucht, um den Stream irgendwie ans Laufen zu bringen, aber es hat dann leider doch nicht funktioniert. So, es hat sich vieles geändert in der 1.0, auch wenn sie erstmal mehr oder weniger gleich aussieht. Es gibt diese neuen Challenges hier und die müssen wir halt machen. Das ist das Anfänger-Tutorial. Das wurde komplett überarbeitet. Man muss die oberste Reihe praktisch jetzt machen. Dann werden die anderen hier freigeschaltet. Gibt es auch noch eine zweite Seite von. Und für jedes, was man hier macht, also wir haben jetzt hier gemacht Tutorial Challenge, Basics of Survival, und ja, das kann man sich dann hier abholen oder die Belohnung hier einlösen. Gibt dann in dem Fall halt 100 XP und jetzt können wir als nächstes oder müssen wir als nächstes das machen. Wenn man diese Zeile fertig hat, werden die alle freigeschaltet, aber dann ist die Reihenfolge egal. Also dann könntet ihr hier bei Homesteading 1 machen und 1 bei Advanced Survival. Ich persönlich werde mich da gar nicht so drauf konzentrieren und werde die einfach automatisch im Laufe der Spieltage freischalten. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Folgen, weil das halt mit dem Stream nicht geklappt hat. Und nehmen die auf und laden die als Let's Play hoch auf YouTube. Und wir sind noch bis Dienstag im Urlaub. Am Dienstag fahren wir zurück und dann werden wir wahrscheinlich am Mittwoch dann ein bisschen mehr aufnehmen. Aber jetzt gucken wir mal. In gewohnter Umgebung und nicht irgendwo in den Alpen in Südtirol, umzingelt von über 2000 Meter hohen Bergen. Ja, mit besserem Internet und auch mit besserer Grafik dann. Und auch mit besserem Sound, weil ich höre mich nicht und das ist ganz, ganz schlimm. So, was sollen wir denn hier machen? Was soll ich denn hier bauen? Ich brauche noch Steine. Ich brauche Steine. Nein, ich suche mir welche. Ja, ich finde die schon. Und dann schauen wir mal, wo es uns hier hinführt in der experimentellen Version hier. Dass wir hier Schönes erleben und entdecken werden. So, eine Steinaxt. Neue Sounds im Inventar, das ist sehr schön. So, Challenge Craft Tools is complete, genau. Das ist jetzt die hier. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Da sind wir gerade dran. Und dann gucken wir mal, dass wir das da jetzt fertig bekommen und dann suchen wir uns irgendeinen schönen Platz zum Wohnen aus. Vielleicht direkt da oben bei dem Haus. Das ist hier direkt in der Nähe. Sollten wir auf jeden Fall mal reingehen. Vielleicht finden wir da einen Kochtopf. Ne? Ja, das wäre eine gute Idee. Ich skill gerade ein bisschen. Ja. Was skillst du denn Schönes? Na, ich überlege gerade mit Heilfaktor. Prügelpeter. Haben wir denn schon Punkte überhaupt? Ne, ich habe noch keine Punkte. Nee, du musst erstmal einmal die Leiste oben einmal durchmachen.
Dann kriegst du 4 Punkte. Okay. Dann gehe ich mir mal da vorne einen Stein kloppen. Die Steine sind neu, die gefallen mir richtig gut, die hier. Die gehen auch nur einmal kaputt, nicht zweimal oder dreimal. Ja. Also eine Siedlung soll ich finden, die ist Richtung Norden. Achso, jetzt sollen wir schon das Outfit herstellen. So, dann ziehen wir das mal an. Machen wir noch den Holzknüppel. Den Bogen. Und dann muss ich ein paar Nester suchen für Federn. Oh, ich habe hier schon ein paar weggelootet. Ja, ist nicht schlimm, die finde ich schon. Das ist nicht schlimm. Findest du schon? Ja, die finden wir schon. Hier war doch irgendwo ein Haus. In die andere Richtung. Ja, hier nach Südosten. Lass uns doch da mal hingehen. Hier ist schon mal Eisen. Dann gucken wir mal kurz da rein. Oh, hier gibt es auch Wasser. Das ist auch zerstörtes Gebiet, ne? Kann sein, ja. Kannst du kurz reingehen, kannst du die Dingsbums gleich machen. Ja. So, machen wir mal schnell ein paar Pfeile. Schauen wir mal gerade hier, ob hier noch jemand drin ist. Ja. Eieieiei. Er zischt wie eine Cola-Dose. Bücherregale gibt es hier. Oh, vielleicht findest du was Gutes. Ja. Brauch noch. Reservetank-Mod-Rezept gefunden. Ja. Also wir spielen jetzt hier auf super einfach, ne? Okay. Wollen euch ja auch ein bisschen irgendwie versuchen, was zu zeigen. Noch ein Leder gefunden. Wir müssen unbedingt Leder farmen, ne? Ja. Weil wir das direkt am Anfang für die eine Rüstung da schon brauchen. Nehmen wir mal hier so ein bisschen was mit. Also Richtung Südost ist eine riesige Stadt, aber im zerstörten Gebiet. Ja, okay. Können wir ja gleich rübergehen. Ich weiß nicht, ob das so taktisch klug ist, aber ja, wir können es gerne versuchen. Ich nehme mal hier die Couch auseinander hier an dem Haus. Machst du eigentlich da hinten? Bitte? Was machst du eigentlich da hinten? Wo bist denn du? Autos looten, Nester looten, versuchen Fleisch zu finden. Ach so. Ja, ich prügel mich hier durch das Haus durch. Und sacke ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Honig suchen. Das mache ich. Okay. Kann es sein, dass es draußen donnert? Es war Unwetter angesagt, ne? Vielleicht ist deswegen der Stream eingebrochen. Das kann durchaus sein. Also ich kriege hier in dieser kleinen Höhle nichts mit. Die Fenster sind auch so klein.
Okay. Ein Bücherstapel. Das sieht irgendwie falsch aus, aber ist egal. Ey, 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 ey. Zombie, ey. Ne? Nee, nee, sieht irgendwie anders aus. Ich sehe es ja dann in deinem Let's Play. Du siehst es im Let's Play. Das reicht auch. Das soll genügen. Okay. Oh, der ganze Loot. Schön. Medical Journal, Munitionskram, ein selbstgebautes Gewehr. Honig gefunden. Gut. Sehr schön. Ah, noch mehr Bücher. So, dann war's das hier wahrscheinlich, ne? Oh, ein Yucca-Seed gefunden. Oh, geil. Ich habe Pilzsporen gefunden. Cool. Briefkasten, habe ich da schon reingeguckt? Nö, natürlich nicht. So, leider gab es keinen Kochtopf. Dann machen wir mal hier unsere Challenges wieder auf. Dann können wir das mal alles hier fertig machen. Oh, der Sound im Knochenmesser ist jetzt nicht mehr so merkwürdig flatsche. Er ist etwas abgekürzt. So, jetzt sollen wir zum Händler. 750 Meter. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Survival Reward. 500 XP. Und hier haben wir auch noch Magazin. 500 XP, was wir gelesen haben. Jetzt haben wir 4 Punkte. Ich weiß, man kann 2 Stärkepunkte machen über die Zigarre und über noch was anderes. Da kannst du dir 2 Punkte Stärke sparen später. Okay. Also ich bin jetzt Richtung der Wasteland-Stadt gelaufen. Für die Siedlung muss ich aber in die andere Richtung. Also der Händler ist im Norden. Ja genau, das hatte ich ja gesagt. Die Quest führt dich nach Norden, aber nach Süden führt dich die Wasteland-Stadt. Okay. Hast du gesagt, wir gehen zur Stadt. Also gehen wir erst die Quest machen und nach Norden, ne? Ja, ich würde zum Händler gehen. Gut, dann komme ich zurück. Ich setze mal einen in Prügelpeter rein. Einen in Stärke. Noch ein Honig gefunden. Ja, gut, cool. Bogenschießen, Parcours. So an den Skills fällt mir erstmal gar nichts auf. Da ist gar nichts so schwer geändert worden, ne? Nee, nicht wirklich. Setze ich hier mal direkt 2 Punkte rein. Dann, wo bist du denn jetzt? Ach, du bist da 180 Meter hinter mir. Okay. Ja, ich bin ja Richtung Wasteland gelaufen. Ja, ja. Ich glaube, ich gehe mal kurz hier in das Wasteland rein und schalte das auch mal frei. Denn es gibt ja hier in dem Challenge-System, wo ich nochmal gucken, dass ich das finde. Das hier haben wir noch. Können wir noch freischalten. Irgendwo gibt es hier Enter Wasteland. Gibt 5000 XP. So, jetzt gehen wir mal gerade hier rein. Challenge Enter Wasteland ist complete. Das hat auch so einen Nebeldunstschleier, ne? Ja. Sieht cool aus. Ist ganz komisch. Das ist geil, das sieht gut aus.
So, und jetzt können wir nämlich wieder hier hingehen. Enter Wasteland, 5000 XP, einlösen und dann geht das hier so weit hoch, kriegen wir direkt einen Skillpunkt. Zack. Sehr schön. So, Aufrichtung Händler. Das ist leider ein gutes Stück zu laufen. Ja, geht noch. Ja, denk dran, ist schon 2:30, ne? Ja, alles gut. Also ich bin auch recht flink unterwegs. Das ist alles noch schick. Ja, ich schmeiß mal hier gerade ein paar Sachen weg, was ich hier nicht brauche. So, bin ich nicht mehr ganz so überladen. Können wir ein bisschen schneller laufen. Notfalls könntest du mir auch noch was geben. Ich bin nur 40 Meter hinter dir. Ich bin nur ein Feld überladen, das geht schon. Kann nur einfach alles noch klar. Hier irgendwas... So. Ich leg noch was in die Gürtelleiste und dann geht's. Ach so, ja, da kannst du natürlich auch noch Platz sparen. Aber das finde ich gut, dass man schneller laufen kann jetzt. Ja, es macht ja auch Sinn, wenn du nichts groß am Mann hast oder so. Ja. Weil du warst ja dann, wenn du das nicht wirklich geskillt hast und die einfache Eisenrüstung anhattest, da warst du ja gefühlt Slow Motion unterwegs. Ja, das stimmt. Ach, hier unten ist auch noch eine kleine Stadt, ne? Ja, da bin ich gerade. Ja, ich komme mal runter zu dir. Muss mal gucken, falls da ein Diner ist, gehen wir da rein. Ach, guck mal, die ist direkt am Wasteland, die Stadt. Das ist ja geil. Ja. Da hinten ist Schneebiom. Krass. Wollen wir schnell durch die Stadt durchlaufen? So, vielleicht. Ja. Grad. Okay. Truck Stop Diner, hier rechts. Ja. Lass doch da mal vielleicht kurz gucken. Geht ja nur um Kochtopf. Oh, Kürbiskerne. So, machen wir uns mal. Polizeiauto lass ich mal lieber in Ruhe. Ja, das ist vielleicht besser. Ich habe Holzknüppel Qualität 2 freigeschaltet. Ich baue die gleich mal. Okay, cool. Oha. Bist noch da? Ja, die Sicherung ist hier gerade rausgeflogen. Nein, die Sicherung ist nicht rausgeflogen. Es gab eine Stromschwankung im Netz von dem Gewitter draußen. Das hat nämlich geblitzt. Gut, weil es hat hier gerade klack, klack, klack gemacht. Ja, aber die sind nicht rausgeflogen. Wenn sie rausgeflogen wären, hättest du keinen Strom mehr. Ja, ich weiß. Es hat trotzdem gerade klack, klack, klack gemacht. Jetzt wieder. Ja. Wow. Das ist nicht gut. Eieieiei. Ich habe eher Angst, dass hier uns die Technik kaputt geht. Das Spiel hat gerade bei mir geruckelt, ey. Bei mir ist hier alles ausgegangen. Ich habe gerade im Dunkeln gesessen, Hase. Ja, hier auch.
Wie gesagt, ich habe eher Angst, dass die Technik kaputt geht. Nein, da fliegt der FI raus vorher. Alter Schön, das habe ich noch lange nicht mehr erlebt, sowas. Ja, wir sind halt nicht in Deutschland. Ach, da bist du. Ja, ist alles ein bisschen anders hier. Ich würde dir gerne den Knüppel geben, Hase. Okay. Damit du besser kämpfen kannst. Ja, dann schmeiß mal raus. Hier. Sehr gut. Der ist sogar Stufe 3 hier, der Deiner, ey. Okay. Aber die Aufnahme läuft noch und alles. Die Aufnahme läuft, die ist tipptopp. Okay. Ey, Blitz und Donner, ey, beim Aufnehmen vom Let's Play, das ist echt krass. Aber heftig, der muss ja voll eingeschlagen haben. Ja. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, geh bitte vorsichtiger rein. Geht nicht. Keine Ausdauer mehr. Ah. Ja, kommen noch ein paar. Kommen einige. Hier rückwärts. Ja. Noch so einer. Ey, wieso verblute ich denn weiter? Ich hab mir doch gerade einen Verband umgelegt. Ja, hat nicht geholfen wohl. So eine Scheiße. Okay, also Stufe 3 am ersten Tag. Oh, okay. Wo ist denn mein Rucksack jetzt? Ach, da vorne. Alles nur für den Kochtopf. Sterben für den Kochtopf. Mhm. Keine Pfeile mehr. Er lebt noch. Danke. Mann, oh Mann, oh Mann. Genauso sieht's aus. Mein lieber Schwan. Die auch feral. Nee. So. Ach du Kacke, die scheiß Truhe hier ist auch noch komplett zu. Steinwerkzeuge Stufe 2 freigeschaltet. Okay. Das dauert aber zu lang. Noch mal eine neue Steinaxt für uns beide. Ja, mach mal.
hier ist leider nichts mit Kochtopf. Ist das hier offen, das Ding? Ja. Ist noch eine Werkbank drin. Und ein Level up. Direkt auf Stärke. Das können wir wegschmeißen. Oh, noch ein paar Pfeile herstellen hier. Den da zerlegen wir. Wollen wir weitergehen? Ja, ich habe den Trailer hier noch gelootet, Hase. Was ist das hier? Waystation. Okay. Huch. Mal ein Luftloch geschlagen hier. Sehr schön. Nur noch ein Buch gefunden. So, Wotton Residence. Das ist Stufe 2, das Ding hier, ne? Ja. 18.24 Uhr. Ein Stückchen weitergehen könnte man noch. Mal gucken, ob hier noch irgendwie was kommt. Da vorne sieht aus, als käme da noch so ein bisschen Industriekrams oder so. Vielleicht ist da ja ein Diner dabei. Okay. Oder irgendwas anderes. Also ich bin mir sicher, wir würden auch hier in den Häusern einen Kochtopf finden. Aber da müssten wir uns halt irgendeins raussuchen, wo wir dann reingehen. Ja. Forever Video ist da vorne. Also der Händler sind ja bloß noch 380 Meter und wenn wir da jetzt einfach hinlaufen, straight durch und notfalls wieder herkommen, da muss ja auch eine Stadt sein. Ja, wir sind in der Stadt vom Händler. Ah, okay. Der ist hier in der Stadt. Da vorne am Ende irgendwo muss der dann sein. Da ist Grumpy's Pub wieder. Drive-Up-Coffee und ein Motel. Da gibt es doch bestimmt was. Ich würde sagen, auf dem Kaffeeladen lassen wir uns einfach mal nieder. Der ist schön klein, viereckig. Ja. Ich würde sagen, hier ziehen wir einfach mal ein. Wenn das jetzt nicht gerade ein Stufe 5 Kaffee ist. Bitte nicht. Nee, der hat gar keinen. Das ist geil. Okay. Wir bleiben auf der Cafeteria. Und können die Zombies mittlerweile über die Stange springen? Oh, ja. Oder sie laufen einfach durch. Sie laufen auch durch den Stacheldraht einfach durch. Oh, jetzt kommt aber ganz schön kalte Luft hier rein. Na gut, wenn das jetzt abgekühlt hat irgendwie, ist aha, klar. Ich glaube, es gibt gerade ein riesen Unwetter draußen. Es war auch Unwetterwarnung. Wie gesagt, ich wurde von Sensei gewarnt, dass der Fluss anschwillt. Okay.
Helmlichtmod Bauplan. Ist da auf der Zwischendecke? Na, komm mal her, Schätzelein. Oh, ein brennender Schaftmod gefunden. EZ. Das ist schon mal sehr gut. Ist der Zombie jetzt da hoch? Ne, wo ist er denn hin? Der ist oben auf dem Dach gewesen, habe ich gerade gesehen. Ist irgendwie oben auf dem Dach lang gestiefelt gerade. Dann ist der die Leiter hoch. Jetzt ist er hier unten. Okay. Ist denn lost, hä? Guck mal hier, hier wächst sogar Kaffee hier. Geil. Geil. Das ist ja cool. So. Dann würde ich sagen. Gehen wir mal einfach hier hoch. Dann müssen wir halt hier nur irgendwie dann zumachen. Aber die Decke hier ist ja kacke. Ist nur so eine halbe Decke. Besser als gar keine? Ja, besser als gar keine, das stimmt wohl. Muss man halt hier so irgendwie mit schwebenden Blöcken arbeiten oder sowas. Weiß es nicht. Oh, hier ist eine neue Brücke oder sowas. Das sieht richtig cool aus. 1000 hat das Zeug hier. Pool, TV und Hi-Fi. Bist du da in die Tanke rein oder was? Nö, ich bin jetzt beim Händler. Ach, du bist doch schnell rüber geflitzt. Ach so, okay. Ich glaube, ich guck mal noch eben schnell in die Tanke. Bausammler freigeschaltet. Ja, gut. Muss mal die brennende Schaftmod umbauen. Ja, mach doch mal. Ja, kann gerade nicht. Nicht richtig. Kann gerade nicht. So, gucken wir mal gerade hier. Passant Gas-Kiste. Dahinter ist bestimmt noch ein Hund. Kein Kochtopf hier. Na, war ja klar.
Da vorne ist auch noch so ein Kaffeeschuppen. Irgendwas. Boah, voll daneben geschlagen. So. Dann tippeln wir mal hier rein in das Ding, wa? Gucken wir mal, da bauen wir uns da oben irgendwie eine Kiste hin und dann schmeißen wir da mal den ganzen Krempel rein. Eine von diesen neuen Truhen hier. Ich habe einen Kochtopf. Oh, Gott sei Dank, hast du einen gekauft oder was? Ja. Hä? Kann man die noch nicht bauen? Holzaufbewahrungskiste. Ach, so heißen die jetzt. Okay. Ja, dann schmeißen wir mal gerade hier die Raketenwerferteile im Boden. Machen wir mal schnell so eine Kiste. Oh, neue Sprüche. Ja, ja. So, das nehmen wir nochmal raus. Ne, die nehmen wir auch raus. Du jetzt in irgendeiner Bleibe? Ja. Gut. Ja, dann komme ich sofort dorthin. So. Alles. Ich schreibe einfach alles drauf. Sehr gut. Ich kann mich wieder schnell bewegen, das ist schon mal sehr gut. Die Fackel kann auch schweben. Ach, herrlich. Gucken wir mal gerade noch hier rein. Punkte haben wir keine mehr. Ah, da bist du ja. Hier hinten geht eine Leiter hoch. Ja. Puh. So. Sehr gut. Jetzt baue ich noch schnell die Mod hier um. Die habe ich versehentlich in die Axt reingebaut. Ich wollte die eigentlich in den Knüppel reinbauen. So, sehr gut. Das könnte auch schweben. Ja, ist ein Schwebefeuer. Na dann. Ist ein Schwebefeuer. Würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Du siehst vielleicht aus mit deiner Holzmaske, ey. Egal, egal. Sie ist Groot. Aber echt, ey. Yeah. Da bringt das ja richtig viel, dass die neuen Charaktere so toll aussehen. Wenn du dir da, so eine Schaltafel vor das Gesicht nagelst, ey. Ich hab's dir gesagt. Sieht gut aus. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.